Mein Land an Kocher, Jagst und Tauber, bin ein Hohenloher Bauer, schäm mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Herzlich willkommen bei Boden und Leben, dem Podcast rund um 20 Zentimeter, die die Welt ernähren. Mein Name ist Michael Reber und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Mein Land an Kocher, Jagst und Tauber, bin ein Hohenloher Bauer, scher mich nicht um fremde Herren, ziehe keine fremden Kerren. Ja, willkommen zurück zu einer zugegebenermaßen kurzen Folge unseres Podcasts Boden und Leben. Kurz deshalb, weil auf der einen Seite jetzt auch schon länger nichts mehr zu hören war und auf der anderen Seite doch im Moment einiges ansteht. Da komme ich aber auch gleich noch zu. Aber ich wollte euch jetzt nicht ganz lange allein lassen. Ja, deshalb vielleicht zuerst mal ein kurzer Rückblick auf den Herbst jetzt. Beim letzten Podcast mit Peter Habener war ja vielleicht dem einen oder anderen zu hören, dass ich da nicht ganz fit war. Also ich habe da schon tagsüber gemerkt, dass es wahrscheinlich mit einer Erkältung losgeht, aber Peter hat zum Glück genügend zu erzählen gehabt, also das war schon extrem cool. Ja, und ja, danach war halt einfach noch viel auf dem Feld zu tun, Aussaat abschließen. Wir haben die jetzt gestern vor 2 Wochen abgeschlossen und das war tatsächlich auch der letzte Tag, an dem es ging. Ja, und seither regnet es wirklich jeden Tag. Aber wir konnten es, die Aussaat, wirklich unter perfekten Bedingungen abschließen. Und es ist heute auch schon alles aufgelaufen. Also von dem her alles prima. Hat alles super geklappt. Aber es ist halt immer so ein bisschen eine Hochzeit auf dem Acker, bis alles im Boden ist. Aber jetzt ist an Befahrbarkeit kaum mehr zu denken. Morgen wäre vielleicht mal so ein Tag, wo man wieder raus könnte, vielleicht, ja. Nur wir, meine Frau und ich, gehen jetzt mal 4 Tage nach Berlin. Wir sind von unserem Bundestagsabgeordneten eingeladen, weil es gibt am Reichstag ein Projekt, wo Boden aus ganz Deutschland in ein Kunstwerk gebracht wird. Ich weiß es gerade auswendig gar nicht mehr, wie es genau heißt. Und er hat praktisch auch Boden von uns mitgenommen und es wird am Donnerstag natürlich dann auch ein bisschen publik dort gemacht, dass es dort reinkommt aus dem Kreis Schwäbisch Hall. Ja, und dann gibt es ja dann immer diese Abgeordnetenreisen, ja, es sind immer so 4 Tage nach Berlin, deswegen geht es da morgen früh schon los mit dem Zug, deswegen wollte ich jetzt heute Abend auch noch kurz die Folge aufnehmen und euch zukommen lassen. Kommt dann am Samstagabend zurück, am Sonntagmittag geht es dann schon nach Hannover zur Agritechnica, wo ich am Montag sein werde. Ich werde am Montag auch dort eine Podcast-Folge aufnehmen. Die DLG hat mich angefragt, ob ich dort auch was aufnehmen möchte. Also es gibt verschiedene Podcasts, die dort aufzeichnen, unter anderem auch der Agrarmarkt-Podcast oder der vom Badischen Bauernverband. Kann ich euch beide nur sehr ans Herz legen, da mal reinzuhören. Beim Badischen Bauernverband geht es immer oder sehr oft auch um das Thema Boden. Ja, ich werde eine Folge machen, wo es dann auch mal um Technik geht. Schließlich sind wir auf der Agritechnica, aber auch geht um eine junge Firma, eine kleine Firma, die aus meiner Sicht interessante Entwicklungen zu zeigen hat. Und da möchte ich natürlich auch wissen, zumal da auch Landwirte wieder dahinter stecken, die Firma gegründet haben. Wie kommt man auf den Trichter, eine Landtechnikfirma zu gründen und sich in das Haifischbecken, insbesondere bei der Bodenbearbeitung, reinzustürzen, ja, wo man gefühlt ja schon viel zu viele auf dem Markt hat. Aber ja, ich bin selber gespannt drauf und ihr bekommt die Folge hier dann natürlich auch zu hören. Ja, ansonsten ist nächste Woche auch noch der
Bodentag, der IG Gesunder Boden. Das ist dann Mittwoch, Donnerstag, 15. 16. Wozu ich euch auch nur herzlich einladen kann. Das ist im Bayerischen, in der Oberpfalz. Einfach schauen auf der Homepage der IG Gesunder Boden, beziehungsweise wenn ich es heute Abend noch schaffe, packe ich es unten auch in die Shownotes rein. Da werde ich auch ausgezeichnet als Botschafter für Gesunder Boden. Ja, deswegen wird AG Technica einfach einen Tag maximal möglich sein. Ja, und jetzt 4 Tage Berlin, 1,5 Tage Hannover, 2 Tage Bayern, ja, und irgendwann dazwischen noch kurz mal daheim Klamotten wechseln, hier nach dem Rechten schauen. Es wird alles nicht gehen, ja, wenn ich nicht meine Jungs hätte, die da aushelfen, obwohl beide der Kai berufstätig ist und der Lukas ist jetzt seit dieser Woche auf der Meisterschule, ja, und sie machen das aber trotzdem nebenher noch. Also da bin ich sehr dankbar für, sonst würde das alles nicht gehen. Ansonsten, ja, vielleicht ein kleiner Rückblick auf den Herbst. Das war ja jetzt seit der Folge, wo ich um Feedback gebeten habe, immer nur Gäste da. Ich wollte mich auf dem Weg einfach ganz herzlich bei euch für das wahnsinnig vielfältige Feedback bedanken. Es war auch Kritisches dabei, aber nie, also immer konstruktiv kritisch, das finde ich super. Und manche haben sich echt wahnsinnig viel Zeit genommen, um Sprachnachrichten zu machen, um E-Mails zu schreiben oder auch einfach mal anzurufen. Also da ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das hat mir sehr weitergeholfen. Auch wenn ich noch nicht alles umgesetzt habe, was da an Anregungen kam. Ja. Aber ja, es hat mich zum Teil auch echt berührt, muss ich sagen. Auch natürlich auch Feedback auf einzelne Folgen, insbesondere die mit Christoph Rothaupt zum Thema Burnout, Depression, Suizid. Das war schon wirklich außergewöhnlich. Ja. Aber das hatte ich ja schon mal gesagt. Also da ganz herzlichen Dank für. Ich arbeite dran. Jo, dann war Grasernte, Maisernte, die Aussaat jetzt. Aber wir haben das alles geschafft, rechtzeitig geschafft. Wir haben nichts versaut, weder bei der Ernte noch bei der Aussaat. Und wir haben alles im Boden. Das ist echt ein geiles Gefühl. Und ja, wir hätten jetzt noch 40, 50 Hektar Ackerfutter, das man mähen könnte. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, im Moment auf die Flächen zu fahren. Und jetzt wird es halt irgendwann auch später. Also ich weiß noch nicht, ob wir da nochmal losfahren. Ich habe jetzt gestern und heute begonnen, Maschinen zu waschen. Einzelkornsämaschine, die Clayton ist gewaschen, Schlepper, Teleskoplader. Ich meine, weil alles, insbesondere Schlepper, Teleskoplader, ausgesehen hat wie Sau. Also das musste ich selber haben. Ja, das konnte ich nicht mehr sehen. Ja, und so werden wir jetzt die nächsten 2 Wochen die Maschinen hoffentlich voll und sauber bekommen, aufräumen. Ansonsten, was steht an im Winter? Ja, ist ganz einfach. Also ist immer wieder auch Dokumentation, alles up to date haben, wieder insbesondere an der Biogasanlage ist es ein wahnsinniger Wust an Papier und Dinge, die man ausfüllen muss. Obwohl wir da noch nicht in der Größenordnung sind, wo man noch viel mehr machen muss, da bin ich im Moment ganz froh drum. Aber dort ist es auch so, wir sind jetzt am Kalkulieren, Rechnen, überlegen, was können wir an der Biogasanlage tun, um die wirtschaftlich auf sichere Füße zu stellen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Aber es ist halt alles mit wahnsinnig hohen Investitionen verbunden. Und mit 51 tut man sich dann doch auch zunehmend schwer, merke ich, diese Summe nochmal in die Hand zu nehmen. Aber auf der anderen Seite sind da halt einfach auch Chancen noch da im Biogasbereich. Und ich möchte noch ein bisschen schaffen, ja, das muss ich einfach sagen. Hab da auch Bock drauf, hab richtig Bock drauf. Und von dem her, wenn es die Zahlen hergeben, werden wir da auch mit Sicherheit noch was machen. Aber da ist noch überhaupt nichts spruchreif, ja, da sind wir gerade dran. Ansonsten wird es einiges an Vorträgen ist noch geplant im Lauf des Winters. Aber ich habe da jetzt auch Zusagen einfach gestoppt, ja, weil
ich schon merke, wie der Terminkalender sich füllt, zusammen mit Kommunalpolitik. Ja, das ist ja auch alles noch da. Und das ist dann das Nächste, was kommt. Ja, wir haben nächstes Jahr Kommunalwahlen hier in Baden-Württemberg. Wir müssen bis Anfang März die Listen beieinander haben. Ja, das heißt, jetzt auch die nächsten Monate intensivst Kandidaten, Kandidatinnen Suche ansprechen, telefonieren, persönlich vorbeigehen und dann hoffen, dass die Leute mitmachen. Ja, das ist einfach wichtig, ja, dass man sich engagiert. Man kann nicht immer nur jammern. Ja, ich jammer auch gern, aber ich versuche dann meinen Teil dazu beizutragen, dass sich was verändert zum Positiven. Und das lege ich auch jedem nur nahe und das kann ich auch für uns als Freie Wählervereinigung Schwäbisch Hall nur sagen. Ja, wir sind komplett unabhängig, wir sind nur ein Verein in Schwäbisch Hall. Wir haben auch nichts mit der Partei der Freien Wähler zu tun. Ja, auch wenn da sicher das eine oder andere an Überschneidungen da ist, aber grundsätzlich geht es für uns hier nur um Schwäbisch Hall und sagen wir, im Kreistag gibt es auch eine Fraktion der Freien. Aber das ist wieder was für sich. Ja. Und natürlich, die Klientel ist die gleiche, ja, was wir an Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen. Aber wir sind keine Partei und das sehe ich im Moment als unsere große Chance an, ja, in dem Rahmen, wo im Moment sehr viel Parteiverdruss da ist. Das merke ich auf jeden Fall, was ich an Feedback bekomme. Aber ja, das ist jetzt das, was ansteht. Also langweilig wird es definitiv nicht über den Winter. Und ich bin jetzt ganz froh, dass wir auf dem Feld nichts zu tun haben, weil, wie ich es euch gerade gesagt habe, im Büro, in der Kommunalpolitik ist genügend zu tun und ich selber möchte einfach auch ein bisschen mehr Zeit haben, Zeit für mich, Zeit insbesondere für meine Familie, ja, die in diesen Hochphasen im Herbst doch immer wieder zu kurz kommt und ich auch selber, ja, bis vor 3 Wochen schon gemerkt habe, dass ich jetzt wieder an meine Grenzen komme. Und ich jetzt aber schon merke, jetzt, wo es ruhiger wird, dass auch wieder die Motivation steigt. Aber ja, die Grenze, der Ritt auf der Rasierklinge, der ist schon immer extrem, ja, hier in der Landwirtschaft. Ja, und dann hoffe ich, das war auch so ein großer Teil vom Feedback, mehr zum Thema Boden zu machen. Ja, das war ja auch das ursprüngliche Ziel des Podcasts. Dass ich da konstant Content liefern kann. Ich will das auch. Ich hatte auch schon sehr viele angesprochen im Sommer, aber ich habe es jetzt einfach überhaupt nicht geschafft, selber aufzuzeichnen. Ja, also die Arbeit hier auf dem Hof ging vor. Und dann schauen wir einfach, dass jetzt ein bisschen mehr fachlicher Content kommt. Und ich denke, nach einer kleinen Ruhephase jetzt ist da auch wieder Motivation da, dass und auch die Leute wieder mehr Zeit haben, ich selbst mehr Zeit habe, aber auch die Gäste mehr Zeit haben für ein Gespräch. Von dem her, bleibt dran, abonniert den Kanal, teilt es gerne. Ja. Also es wird auf alle Fälle hier weitergehen und ja, ich merke schon auch, dass einiges an Feedback kommt, dass der Podcast wahrgenommen wird. Ja, das freut mich auch. Ja, das war ja auch das Ziel, aber es war nie das Ziel, jetzt irgendwie große Reichweite zu bekommen. Aber als die DLG angefragt hat zum Beispiel, ja, es kommt jetzt morgen oder übermorgen auch mal ein Artikel in der Zeitung zum Podcast, ja, dass ich merke, okay, das wird wahrgenommen, was wir hier machen. Ja, und das liegt natürlich vor allem auch an den Gästen, ohne mich da als klein machen zu wollen. Aber ich merke einfach, mir macht das Format wahnsinnig viel Spaß. Ja, das habe ich auch schon mal gesagt. Und deswegen wird man das auch so weitermachen. Ja, das soll es für heute einfach kurz gewesen sein, als kleines Update. Wie gesagt, am Montag um 14 Uhr Halle 24 am DLG-Stand werd ich die Folge aufnehmen. Da kann man auch dazukommen, wer oben ist in Hannover. Ansonsten
freue ich mich immer wieder auch auf die persönlichen Begegnungen. Und da bin ich euch einfach auch froh und dankbar, wenn ihr mich einfach ansprecht. Ja, ich bin überhaupt kein irgendwie besonderer Mensch, nur weil ich da jetzt ein bisschen auf Social Media aktiv bin oder den Podcast mache. Ich bin ganz normal Michael Reber, ich bin Bauer. Und das will ich auch weiterhin sein und deswegen sprecht mich einfach an und freue mich drüber. Ja. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Euer Michael. Ciao. Das war's schon wieder für heute. Danke, dass du dabei warst bei Boden und Leben, dem Podcast rund um 20 Zentimeter, die die Welt ernähren. Wenn du mehr über mich, uns als Familie und unseren Betrieb erfahren möchtest, dann abonniere diesen Podcast, folge mir auf Instagram unter michael.reber und abonniere unseren YouTube-Kanal Innovative Landwirtschaft Reber @michael.reber. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine fruchtbare Woche.